Morgen, meine Lieben. Shalom, herzlich willkommen zum neuen Impuls. Und heute möchte ich gerne zu den Bibelstellen, die ich euch vorlese, aus dem ersten Johannesbrief, ein paar Dinge sagen, die mich im Moment so beschäftigen. Das, was so im Leib Christi im Moment los ist. Ich habe gestern einen Beitrag gesehen über den Antichristen einer großen Church. Ich hatte den Eindruck, ich soll es mir anschauen. Aber es hat mich dann doch insofern wieder beschäftigt, dass ich gebetet habe und gefragt habe, Herr, was ist da los? Ja, was ist da los? Und was kann ich tun? Wir haben als Gerechte die Möglichkeit zu beten. Und ich sehe Kirchen, Gemeinden, die aufrufen, zu beten für Deutschland, zu fasten. Ich sehe Christen, die aufstehen, die demonstrieren, die rebellieren, statt Gutes zu tun, die weltliche Lehren verbreiten, sich auf Bürgerrechte berufen hier in der Welt und vollkommen verleugnen, dass sie Bürger des Reiches Gottes sind. Also das bewegt mich im Moment sehr und ich hab gebetet, sag ich, was können wir tun, ja? Und wenn wir die Dinge tun, die in der Bibel stehen, betet für Regierungen, ja, für diejenigen, die das Land führen, für den König, für den Kaiser, die Obrigkeiten. Wenn wir das tun, damit wir, wie es in der Bibel steht, in Frieden leben können, dann können wir das Evangelium verkünden. Ja, das heißt, wenn wir für Deutschland beten oder für die Welt und dass Menschen wach werden, dass ihre Herzen sich öffnen, natürlich können wir dafür beten. Aber das heißt nicht, dass wir dann in Frieden leben können. Also wir müssen, glaube ich, schon gucken, worum bitten wir Gott? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir ihn fragen, was bewegt dich? Und ich habe den Eindruck, den habe ich schon länger, aber es wird irgendwie immer, wie soll ich sagen, für mich selber, ich habe so den Eindruck, der Druck, dass ich darüber reden soll, wird irgendwie immer stärker in mir. Also es ist lange Zeit nur eine Beobachtung gewesen und ich habe so den Eindruck, ich bin so kurz vorm Platzen. Und das, was ich so sehe, ist, dass gar nicht oder kaum, also zumindest habe ich es noch nicht gesehen, gebetet wird für den Leib Christi. Und zwar, dass der Heilige Geist überführt. Wenn wir sehen, dass, gucken wir uns Saul an, König Saul gekippt war irgendwann, so sehen wir viele Gemeinden, Gemeinschaften, Churches, die sicherlich irgendwann auch einmal aufgrund des Hörens des Evangeliums zum Glauben gefunden haben an Jesus Christus. Also da war ein Samenkorn, das auf fruchtbaren Boden erst einmal gefallen war. Und dann kommen die Verführungen und das betrifft jeden von uns. Jeder, der neu geboren wurde, da wird der Teufel alles daran setzen, diesen irgendwie zu verführen und zu Fall zu bringen. Und eine Schwachstelle oder eine Stelle, an der der Teufel uns packen kann, ist fehlende Wahrheit.
das Wort Gottes nicht zu kennen. Oder die Augen davor zu verschließen. Ja, wenn ich immer nur Predigten höre, aber und glaube, was dort jemand sagt, weil ich denjenigen für integer halte, in der Wahrheit stehend halte und es einfach blind glaube, ohne in das Wort Gottes zu schauen, und zwar umfassend, nicht nur an einer Stelle, sondern umfassend, in Kontexten, dann ist es einfach gefährlich. Dann wird der Teufel das nutzen. Und so habe ich gestern einen Beitrag gehört über den Antichristen. Und dort hat jemand gesagt, ja, der Virus hat unsere Gemeinde gespalten, aber so steht es ja schon geschrieben. Und ich werde gegen den Antichristen aufstehen. Und ich saß, ich habe das gehört, ich glaube, es haben knapp 30.000 dieses Video angeschaut. Und ich habe mir gedacht, innegehalten, habe geprüft, soll ich jetzt was sagen, soll ich schreiben, soll ich nicht. Also da probiere ich wirklich drauf zu hören, was der Heilige Geist mir sagt. Und habe dann nur ganz kurz erwähnt, ob Jesus uns aufgetragen hat, gegen den Antichristen zu kämpfen oder das Evangelium zu verkünden. Und ich würde euch wirklich bitten, das zu prüfen und euch zu fragen, hey, bete ich dafür, dass der Heilige Geist bei den Menschen, die sich irgendwann zu Jesus bekannt haben, zum Glauben gefunden haben, überführt, ja, die Wahrheit bringt, dass sie aufwachen, sodass sie so kurz vorm Abgrund gerettet werden. Das eine ist, das Evangelium Sündern zu verkünden, die wissen, dass sie verloren haben, die suchen sind, die sich verdammt fühlen, die wissen, dass sie vor Gott verloren haben, diesen Menschen die gute Nachricht zu verkünden, wie es Jesus getan hat. Kam und hat die Frau, die Ehebruch begangen hat, ihr hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, ja, ich rechne dir das nicht an. Und das war keine Rebellin, die auf ihn zukam. Also das ist das eine, das Evangelium den Menschen zu verkünden, die suchend sind, die Gott wirklich suchen. Und da ist es leicht. Ja, sie sind dankbar, sie freuen sich darüber, das sehe ich immer wieder. Sie sind dankbar, die gute Nachricht zu hören und zu wissen, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, ich bin freigekauft, danke, danke, danke. Und die andere Seite ist, zu beten für Arbeiter in der Ernte. Es sind zu wenige, die Ernte ist reif, es ist überfällig, aber es sind zu wenige, die Einfachheit des Kreuzes verkündigen. Es muss eine Show darum gemacht werden. So betet für Arbeiter in der Ernte. Betet für die Regierung, dass wir in Frieden leben können, weil wenn wir in Frieden leben können, können wir das Evangelium verkünden. Und es ist ein Evangelium des Friedens. Ich glaube, dass viel Chaos dadurch entsteht, dass Christen rebellieren. Und ich habe dazu einen Beitrag gemacht die Woche. Rebellion, den Namen zu geben, heiliger Zorn. Gott, Jesus hat uns, ich kenne keine Stelle, wenn es eine Stelle gibt, wo Jesus uns sagt, kämpfe gegen den Antichristen, kämpfe gegen ihn, dann kann er mir die schicken. Ich kenne keine. Stattdessen kenne ich Epheser 6, kämpft mit geistlichen Waffen. Wenn ich mit meinem Mund diskutiere über Politik und all diese Dinge, dann kämpfe ich mit fleischlichen Waffen und nicht mit geistlichen. Es ist ein geistlicher Kampf, der da tobt. Und wir haben Kraft bekommen als Kinder Gottes.
Wir stehen in der Kraft Gottes. Und wisst ihr, ich habe das einmal erlebt, also ich habe es öfter erlebt, aber einmal ganz extrem, als ich frisch bekehrt war und musste noch ein Seminar halten. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Es sind auch welche unter euch im Podcast, die diese Situation kennen und bezeugen können, dass ich in diesem Seminar alleine, weil ich in der Kraft Gottes stand, im Heiligen Geist stand, der Feind aufgebäumt, sich probiert hat aufzubäumen. Man hat richtig gemerkt, wie in einem Raum von 25 Quadratmeter diese beiden geistlichen Kräfte gegenüberstanden und Jesus ist der Sieger. Das heißt, wenn wir das Salz und das Licht der Erde sind, dann wird die Welt da draußen sehen, dass bei uns etwas anders ist. Aber die Welt da draußen wird nicht sehen, dass an uns etwas anders ist, wenn wir uns genauso verhalten wie die Welt. Ich habe euch mitgebracht 1. Johannes 4. Ich habe die Elberfelder Übersetzung gerade. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Es ist in mir wie so ein, ja, ich merke, dass der Druck in mir immer stärker wird, diese Dinge auszusprechen, weil ich weiß, dass es eine heikle Aussage ist. Ich glaube aber, dass es die Wahrheit ist. Ich möchte euch gerne mal etwas aufzeigen. Mit der Bitte, nehmt's mit ins Gebet und prüft es. In diesen Versen lesen wir, dass es also falsche Geister gibt. Und hier steht, dass jeder, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, also wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, ja, Jesus ist auferstanden, er lebt, die das bekennen, sind aus dem richtigen Geist, ja, in denen wirkt der Geist der Wahrheit und in den anderen nicht. Wisst ihr, man kann mit dem Mund vieles sagen. Ich kann mit dem Mund sagen, Jesus lebt. Ob ich aber wirklich glaube, dass Jesus lebt, zeigt sich an dem, wie ich mich verhalte. Also welche Taten diesem Glauben folgen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, kämpfe ich dann noch selbst? Wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, oder anders ausgedrückt, ist es nicht ein Zeichen? Also wir wissen ja, ich hoffe, ihr seid einig mit mir, der Antichrist kommt aus der eigenen Reihe. Ja, der Antichrist, können wir in der Bibel lesen, dass der Antichrist aus der eigenen Gemeinschaft kommt. Also von den Christen. Wird ja viel auf den Papst gezeigt. Ich glaube aber, dass es viele Antichristen gibt, die sich in ganz normalen
Gemeinden und Gemeinschaften befinden. Warum glaube ich das? Weil ihr ganzes Verhalten, sie bekennen zwar mit dem Mund, Jesus ist auferstanden, aber ihr ganzes Verhalten zeugt nicht von einem Verhalten eines neugeborenen Christen, der neuen Schöpfung, des neuen Menschen, der mit der geistlichen Waffenrüstung des Geistes bereits weiß, dass auch der Antichrist schon besiegt ist. Weil wenn ich sage, dass Jesus auferstanden ist, dann bezeuge ich, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass er ein für alle Mal den Feind besiegt hat. Das heißt, ich muss nicht mehr in einen Kampf gegen den Antichristen ziehen. Ich finde auch diesen Kampf nicht in der Bibel. Es ist klar, dass der Antichrist kommt und er ist schon da. Und dass dieses ganze System sich aufbaut, dieser neuen Weltordnung. Aber wenn ich anfange, dagegen zu kämpfen, statt das Evangelium zu verkünden und den Menschen zu sagen, wenn ihr in dieser Welt bleibt, werdet ihr verloren gehen. Denn Gott hat das Schicksal bereits besiegelt. Die Welt wird untergehen. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Retter annimmt, wird gerettet werden. Derjenige, der glaubt, dass Christus auferstanden ist, wird eine andere Botschaft verkünden. Wie die Botschaft, die im Moment in den Gemeinden verkündet wird. Ich weiß, es ist eine heikle Aussage, vielleicht fühlt der ein oder andere sich auf den Schlips getreten. Dann bitte ich euch, nehmt's mit ins Gebet, prüft eure eigenen Willen und die Rebellion, die eventuell noch in dem einen oder anderen drin ist, die sich in einem, ich sag mal, christlichen Deckmäntelchen ihren Weg bahnt. Und ich habe mich so gefreut, ja, dass ein Gebet erhört wurde bezüglich eines Bruders, weil ich von Anfang an den Eindruck hatte, er ist eigentlich suchend und er will Gott gefallen und er will einen guten Dienst machen, aber falsche Geister haben ihn verführt. Und ich bete, ich würde jetzt mal fast sagen, ich bin Juli 2018 bekehrt worden. Dort habe ich die ersten Videos gesehen. Und ein paar Monate später, ja, seitdem bete ich dafür, dass er die Wahrheit erkennt und dass der Geist Gottes ihn überführt. Also betet für die Geschwister, die gefallen sind, dass der Geist Gottes sie überführt und sie in die Wahrheit leitet, denn die Wahrheit wird sie frei machen. Weil diese Geschwister sind eventuell verloren. Es steht, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Jesus wusste das. Jesus wusste zu jeder Zeit, dass er über dem Teufel steht. Der Teufel war noch nicht entmachtet, aber Jesus wusste, dass er über ihm steht. Gott steht über dem Teufel. Gott wird nie Zweiter sein. Nie. Gott wird sich nie mit der Nummer zwei zufrieden geben. Beziehungsweise diejenigen, die Gott nur an die zweite Stelle setzen, die sind nicht in seiner Gegenwart. Also lasst uns verhalten wie Kinder Gottes und wissen, dass der, der die Welt überwunden hat, in uns lebt.
Es reicht jetzt unsere Zeit heute nicht. Ich habe jetzt schon fast 20 Minuten gesprochen. Es reicht unsere Zeit heute nicht, dass ich jetzt noch weitere Bibelstellen anführe, wo drin steht, tut Gutes, damit die Welt sieht, dass wir diese neue Schöpfung sind. Sie soll an unserem Verhalten, nicht an unserem Bla und an unseren Worten und an unseren, wir stehen auf dagegen, nicht an diesen Dingen soll die Welt sehen, dass an uns etwas anders ist, dass wir diese neue Schöpfung sind, dass wir zu Gott gehören, sondern so, wie sie uns sehen. So sollen wir wandeln. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn irgendwo in einer Bibelstelle explizit drinsteht, wir sollen gegen den Antichristen kämpfen. Und ich stelle mich heute wirklich hin und behaupte, dass diejenigen, die das tun, der Antichrist sind. Weil diejenigen, die das tun, sagen zwar mit dem Mund, dass Jesus auferstanden ist, aber ihr Verhalten entspricht nicht eines neugeborenen Kindes Gottes, das weiß, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, muss ich diesen Kampf nicht mehr führen, denn Jesus hat diesen Kampf bereits gekämpft. Und wenn ich meine, aus meinem Fleisch heraus, weil ich doch so ein toller Christ bin, ich muss jetzt da kämpfen, dann erkenne ich das, was Jesus getan hat, im Grunde genommen nicht an. Es hört sich zwar alles gut an, aber wenn wir es uns wirklich angucken, würden wir sehen, in dem Moment erkenne ich nicht das Erlösungswerk Jesu an, sondern ich meine, ich muss noch etwas hinzufügen. Nehmt's mit ins Gebet, betet zu Gott, bittet den Heiligen Geist um Weisheit, Erkenntnis, vielleicht auch Einsicht, ja, wenn Rebellion sich dagegen, wenn Rebellion hochkommt und prüft, ob das, was ich sage, vom Geist der Wahrheit ist oder von einem falschen Geist. Ich glaube, dass es der Geist der Wahrheit ist. Wir sind aus Gott und wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das ist etwas, was mich echt so ein bisschen betrübt, dass ich ganz oft den Eindruck habe, man hört mir überhaupt nicht zu. Das, was ich sage, interessiert nur einen Hauch von Menschen. Und die, von denen ich merke, dass es sie interessiert, da kommt etwas in Bewegung. Und zwar Gutes. Und es kommt Frieden. Und es kommt keine Verdammnis, auch für diejenigen, die verloren gehen, sondern es kommt Liebe gegenüber Geschwistern und Liebe gegenüber allen Menschen. Und zwar nicht eine Liebe aus dem Fleisch, sondern eine Liebe, die als Frucht aus dem Geist kommt. Nämlich diese Liebe, die will, dass möglichst jeder gerettet wird. Und die Tatsache, dass das nicht so sein wird, ja, betrübt diese Menschen, so wie es mich auch betrübt. Es betrübt mich zu wissen, dass nicht alle gerettet werden. Und ich werde bis zum Schluss, bis ich hier von dieser Welt gehe, dafür kämpfen,
dass, und manchmal habe ich den Eindruck, das ist so mein Platz, ja, dass so manche schon echt am Abgrund stehen und dann trotz doch noch umkehren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir für Menschen beten, die irgendwann mal Jesus kennengelernt haben und dann auf Abwege gekommen sind, dass wir für diese Menschen beten. Denn sie haben schon mal eine Entscheidung getroffen und sind vom Feind verführt worden oder von ihren eigenen Begierden, gezogen worden in eine falsche Richtung. Lasst uns für diese Menschen beten. Und lasst uns für Arbeiter beten, für alle jene, die Jesus noch nicht kennen. Aber lasst uns nicht vergessen, für diejenigen zu beten, die verführt worden sind, die mal jetzt vom Weg abgekommen sind, dass sie der Stimme des Geistes folgen und wieder zurück auf den Weg kommen. Okay, das war's heute von mir. Und ich hoffe, dass dieser Beitrag euch Frucht gebracht hat. Shalom!